Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, lang ersehnt, auch meinerseits, denn ich habe für heute ein Review geplant, beziehungsweise schon fast ein First Impression Make-up. Und zwar habe ich bei Colourpop die komplette Animal Crossing Kollektion bestellt. Es hat ziemlich lange gedauert, bis es bei mir angekommen ist. Ich glaube 3,5 Wochen. Und ja, jetzt habe ich das Zeug hier schon eine Weile liegen und will jetzt ein Video dazu drehen. Allerdings werde ich in diesem Video nicht nur die Animal Crossing Kollektion von Colourpop testen, sondern auch neue Pinsel. Mir wurde nämlich von Duayu Makeup Brushes ein Pinsel dazu geschickt. Genau, da sind sowohl Face-Pinsel als auch Eyeshadow-Pinsel drin. Die haben so ein schönes Marmormuster, wie man hier auf der Verpackung auch schon sieht. Die werde ich heute auch einfach mal austesten. Wenn euch die Pinsel gefallen, könnt ihr die auch auf Amazon kaufen für ungefähr 14 Euro. Ich verlinke euch die Pinsel auf Amazon unten in der Videobeschreibung. Hier haben wir das Paket Made in LA und ja, ich habe diese komplette Kollektion bestellt. Da es aus LA kommt, also aus den USA, ich musste natürlich auch ein bisschen was drauf bezahlen. Die komplette Kollektion hat $125 gekostet. Umgerechnet waren es ungefähr 108 Euro, so um die Dreher. Und ja, zwischen 22 und 150 Euro muss man zwar noch keinen Zoll zahlen, erst ab 150 Euro, aber Einfuhrabgaben muss man bezahlen. Das sind, glaube ich, 19%. Mittlerweile habe ich auch nochmal bei Colourpop bestellt. Aber wenn wir die Box einmal öffnen, haben wir hier direkt so ein mega süßes Animal Crossing Design und hier einmal die ganzen Produkte drin. Was ich auch mega süß finde, dadurch, dass ich die ganze Kollektion bestellt habe, habe ich Sticker bekommen. Mal gucken, wo ich die hinkleben werde. Einmal haben wir hier die 4 Lidschattenpaletten. Ich habe euch auch auf Instagram gefragt, welche ich davon genauer unter die Lupe nehmen soll. Ich werde alle 4 Paletten austesten und einen Look dazu schminken. Allerdings werde ich nur auf eine Palette genauer eingehen. Die anderen 3 Looks werde ich euch einfach im Video einblenden, damit ihr seht, wie die Lidschatten auf dem Auge performen. Und da kann ich ja mal versuchen, noch ein zweites Produkt mit ins Augen-Make-up einzubauen. Und zwar den Balloon Pop Super Shock Shadow. Der kommt hier auch einmal in so einer super süßen Verpackung als Geschenk. Mega süß die Verpackung. Allgemein die ganzen Verpackungen sind total niedlich. Leider ist das einzige Produkt, was beim Versand ein bisschen gelitten hat. Da ist so eine kleine Ecke ein bisschen rausgebröselt. Aber also es geht auch vollkommen klar. Dann haben wir einmal Belgianair Glitter Rally Obsessed. Ja, das ist im Sternenformat. Hatte ich tatsächlich auch schon ausprobiert. Ich werde es euch heute nur swatchen. Ich habe es auf dem Auge ausprobiert und danach habe ich erst auf der Verpackung gelesen, dass man das nicht im Gesicht verwenden soll. Habe ich dabei abschminken auch gemerkt, weil das Gold, also die Gold-Glitterpartikel sehr, sehr grob sind. Und ich glaube, das könnte Probleme geben, wenn man das ins Auge bekommt. Deswegen eher nur auf dem Körper. Dann waren 2 Blushes dabei. Einmal das Blush in der Farbe Flower Tender. Und das Blush in der Farbe Flower Power. Flower Power ist eher so ein bisschen rosaner, lilastichiger gehalten und Flower Tender ist eher so orangener, koralliger. Und dann waren noch 3 Tinted Lip Balms mit drin, die im Style der Früchte sind, die auf der Insel wachsen können. Da haben wir einmal Fruit Roots, da ist Orange und Pfirsich mit dabei. Dann Pick of the Bunch, da haben wir Birne und Kokosnuss und Fruit Basket, da ist Apfel und Kirsche drin. Und ja, die Farben habe ich mir alles schon angeguckt. Mega süß. Und das Geilste ist ja wirklich, also diese einzelnen Lip Tints riechen halt original genau wie die Früchte. Sogar richtig intensiv. Und oh, das riecht so unglaublich lecker. Als ich das Paket aufgemacht habe, habe ich den Orangen Lip Tint schon ausprobiert. Und ich kann euch schon im Vorhinein sagen, das ist nicht Tourette approved. Tourette approved? Tourette approved. Ich hatte beim Auftragen einen Tick, habe ein bisschen zu sehr aufgedrückt und mir ist die Spitze direkt abgebrochen. Aber dadurch, dass man die rausdrehen kann, jetzt ist es zwar glatt oben, aber man kann ja trotzdem das ein bisschen abrunden und weiter auftragen. Also kein Grund, es wegzuschmeißen. So, dann werde ich erstmal die Pinsel auspacken. Da habe ich nämlich noch gar nicht so genau reingeschaut und ich muss erstmal schauen, was genau wir für Pinsel hier haben. Oh! Da ist ja auch, nice, da ist ja auch was zum Pinsel reinstellen drin. Auch in einem mega schönen
Marmor-Design. So, wir haben 6 Face-Pinsel. Das Design finde ich einfach mega schön. Wie gesagt, dieses Marmormuster und dann dieses Rose Gold, diese Halterung. Dann sind es, glaube ich, synthetische Pinsel. Ja, synthetische Pinsel, aber super weich wirklich. Und das Einzige, was ich ein bisschen dillig verarbeitet finde, ist, ich habe ja auch andere Brushes von BH Cosmetics zum Beispiel, die sind hier unten auch schön abgerundet. Hier sind sie halt wirklich einfach glatt abgeschnitten und ein bisschen, nicht scharfkantig, aber ja, da ist halt einfach so eine Kante dran. Ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht für jedermann was. Und in dem Set kommen auch 9 Augen- bzw. Augenbrauenpinsel rein. Was ist das denn? Okay, bei dem einen Pinsel ist schon so ein Haar hier so rausgezogen. Meine Augenbrauen habe ich schon mal vorgezeichnet und werde jetzt mit Augenbrauenpomade arbeiten. Da werde ich gleich mal diesen Augenbrauenpinsel von Duoyo Brushes ausprobieren. Also so beim ersten Versuch finde ich den Pinsel eigentlich echt gut, weil der ist halt auch schön grazil, so dass man damit auch dünnere Augenbrauen ganz gut ausfüllen kann. So, ich habe meine Augenbrauen jetzt nochmal ein bisschen korrigiert und mir eine Lidschattenbase aufgetragen. Und jetzt geht's erstmal an den Lidschatten. Dafür nehme ich, wie gesagt, die La Belle of the Ball Palette. Also ich denke, ihr seht schon, welcher Ton es mir angetan hat und ich den unbedingt live ausprobieren wollte. Ist eigentlich logisch, oder? Eigentlich ist jede Palette davon ähnlich aufgebaut. Es gibt einmal einen dunkleren, intensiveren matten Ton. Dann gibt es einen matten Ton mit ein paar Schimmerpigmenten drin. Dann gibt es einen Schimmerton. Der hier ist als einziges so Duochrome. Und dann gibt es noch ein grobes, relativ grobes, cremiges, cremig texturiertes Glitter. Können wir mal kurz über das Design reden? Das ist so niedlich. So sehen die Töne geswatcht aus auf Handrücken und auf den Fingern. Hier sieht man es, glaube ich, noch am besten. Ich meine, ihr versteht schon, warum, ne? Also ich musste. Es ging nicht anders. Als erstes nehme ich mir mal den für die Transition Color, den Pinsel, und gehe in Taylor's Ticket rein. Da kommt schon ordentlich Kickback. So schön. Das ist halt wirklich so zart und trotzdem dieser Schimmer. Oh, I love it. So, jetzt nehme ich mir den mittleren Packing Brush und gehe in Serene Sable und gebe den hier außen auf mein Lid und blende den dann mit dem großen Blending Brush so ein bisschen hier in das Helle rein. Aber auch der Pinsel, damit kann man echt schön präzise auftragen. Dadurch, dass er halt auch so schmal ist, das sind halt eher kleinere Augenpinsel, aber das ist gut, weil nicht jeder hat riesengroße Augen, ne? So, jetzt mache ich mir erstmal die Cut Crease wieder mit meinem Eye Primer von Anastasia Beverly Hills. I'm back. Cut Crease ist gemacht. Weiter geht's mit Custom Design, den Eyeshadow, auf den ich ja richtig Bock habe. Dafür nehme ich jetzt diesen flachen Pinsel und gehe da einmal rein und gebe das so auf die Mitte meines Augenlids. Irgendwie habe ich mir das intensiver vorgestellt. Ich meine, auf meinem Finger sah es ja auch krass aus. Dann ist das wahrscheinlich einfach keine Pinselfarbe, sondern eine Fingerfarbe. Oh ja. Ja, wenn man es mit dem Finger aufträgt, kommt es wesentlich besser rüber. So, jetzt nehme ich den kleinen eckigen Packing Brush und gehe in Able Sisters in das Glitter. Und ja, gibt es hier vorne noch auf die Flächen, wo ich mir die Cut Crease noch freigelassen habe. Diese Glittertöne sind halt einfach so richtig, richtig cremig. Du kannst halt mit dem Pinsel einmal da wirklich so reinschaufeln und so einen Haufen aufnehmen und dir das dann immer im Auge verteilen. Ich liebe es. Das Einzige, was mich nur wirklich echt irgendwie enttäuscht, ist, dass der Ton, wo ich am gehyptesten drauf war, weil es einfach so geil hier im Palettchen rüberkommt, ja, so relativ schwach abschneidet. Also dieser Effekt, wie es hier wirklich im Pännchen ist, ist auf dem Auge nicht wirklich wiederzuerkennen. Ich gebe noch mal eine Chance, ich werde jetzt noch mal versuchen, meinen Pinsel anzusprühen. Gut, wenn ich meinen Pinsel ansprühe, dann nimmt es teilweise diesen blauen Duochrome-Glitter sogar raus. Und es ist einfach nur noch
die braune Base übrig. Das ist irgendwie... Mann, ich habe mich am meisten wirklich auf diesen Eyeshadow gefreut. Wieso funktioniert denn der nicht bei mir? Weil ich meine, wenn man die Reflexion mal hier vergleicht... Und dann auf meinem Auge... Ist halt irgendwie schon ein bisschen lame. Meinen Augeninnenwinkel und unter der Augenbraue mache ich diesmal nicht mit normalen Highlighter, den ich auch im Gesicht verwende, sondern dafür nehme ich den Balloon Pop Super Shock Shadow. Here it is. Ja, ist so ein bisschen Holo Bronze. Es ist halt wirklich einfach, ja genau, mir fällt schon alles raus. Tatsächlich habe ich zufällig, gerade als mein Akku geladen hat, das Video von Alicia Marie zu genau dieser Kollektion gesehen. Und sie hat auch gesagt, dass ihr auch viele geschrieben haben, dass dieser Super Shock Shadow bei richtig, richtig vielen einfach wirklich auch schon kaputt angekommen ist, genau wie bei mir. Da der so schön eine weiche Textur hat, kann man eigentlich einfach alles wieder ins Pfännchen reinpressen. Dann ist es wieder ganz. Wie man auf dem Finger sieht, eher so Champagner, Gold, Bronze. Den gebe ich mir jetzt mal in den Innenwinkel und unter die Augenbraue mit diesem kleinen, runden, festen Packing Brush. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man den in der Kamera gar nicht so wirklich sieht, oder? Also hier schon im Augeninnenwinkel. Aber unter der Augenbraue nur ganz dezent. Ja. In real life schimmert der aber wirklich sehr, sehr schön. So, dann würde ich sagen, mache ich erstmal mein Face-Make-up. Ich habe noch drei Face-Pinsel ausprobiert. Einmal diesen Pinsel hier zum Foundation auftragen und ein bisschen verteilen. Lässt sich eigentlich ganz gut machen. Ich habe halt nur das Gefühl, also ich gebe mir halt erst die Foundation auf den Handrücken, tupfe die dann mit dem Pinsel ein und ja, verteile die auf dem Gesicht und arbeite die dann in kreisenden Bewegungen ein. Und ich habe aber das Gefühl, wenn ich die Foundation vom Handrücken aufnehme, recht viel im Pinsel drin verschwindet. Das gleiche auch bei diesem Pinsel hier, womit ich meinen Concealer verteilt habe. Nicht, dass es im Pinsel drin verschwindet, aber... Ich habe das Gefühl, wenn ich den Concealer verteile, also erstens kratzt es ein bisschen und zweitens habe ich das Gefühl, dass es auch so ein bisschen streifig sich verteilt und dass es auch teils meine Foundation so ein bisschen runternimmt. Aber das geht halt völlig klar für den Preis erstmal und außerdem bin ich sowieso ein übelster Beauty-Blender-Mensch, Make-up-Sponge-Mensch. Es ist selten, dass ich meine Foundation und meinen Concealer mit einem Pinsel auftrage und verblende. Und wenn ich das mache, dann gehe ich auch immer noch mal mit einem angefeuchteten Beauty Blender hinterher, um das halt noch mal ebenmäßiger zu machen. Den Puderpinsel finde ich super. Also ich konnte damit mein Puder schön auf der T-Zone einklopfen, auftupfen, damit nichts verschmiert und dass es schön lang abmattiert ist und konnte auch gut das Puder über das restliche Gesicht verteilen. Also ja, die Form eignet sich dafür auch wirklich echt gut. Dann probiere ich jetzt mal diesen flachen Pinsel hier aus für Kontur. Dann nehme ich den Hoola Light Bronzer von Benefit und gehe da einmal rein und probiere mein Gesicht mal damit zu konturieren. Nice! Damit geht sogar Nase konturieren richtig einfach. Ja, die Form habe ich so noch nie benutzt, aber I like it. Kommen wir jetzt zum Blush. Ich werde für diesen Look definitiv beide Blushes verwenden. Einmal, weil das hier einfach besser zum Look passt. Und einmal, weil mich der hier einfach ein bisschen mehr anspricht. Deswegen werde ich einfach beide übereinander verwenden. Aber zuerst gehe ich rein mit Flower Power. Der sieht immer so aus. Und hat auch so eine reingestanzte Blume und schimmert auch so ein ganz klein wenig. So, dann nehme ich jetzt mal diesen angeschrägten Pinsel, gehe da ein bisschen rein und verteile das auf meiner Wange. Wow. Das ist schön, echt. Vor allem finde ich das gut, weil es halt wirklich super zart und dezent ist. Man sieht auf jeden Fall die Farbabgabe, aber es ist halt trotzdem wahnsinnig dezent und dadurch wird es halt auch nicht fleckig.
Es hat so einen leichten Schimmer, wie gesagt, drin. Ob das im Blush drin sein muss, lässt sich auch drüber streiten. Aber ja, süß. Ich habe eine Blush-Palette von Anastasia Beverly Hills und die ist so stark pigmentiert. Also selbst wenn ich nur ganz minimal reingehen würde mit dem Pinsel und dann 3000 Mal abklopfen würde, wäre das nicht so zart wie das jetzt hier. Aber der Pinsel gefällt mir auch. Damit lässt sich echt gut Blush auftragen. Und ja, Bronzer dann wahrscheinlich ähnlich. Und da gehe ich jetzt nochmal drüber mit Flower Tender. Das hat auch wieder leichten Schimmer drin, diesmal goldenen Schimmer und keinen rosanen Schimmer, lila Schimmer. Und es ist halt einfach wirklich so peachy, korall, orangestichiger, was ich ja liebe. Es ist jetzt zwar Oberblushing des Todes, so zwei Blushe übereinander, aber ich finde, es passt auch ganz gut zu dem Look. Gefällt mir auf jeden Fall besser, finde ich, als Flower Power. Das ist Flower Tender und Flower Power. Man sieht auf jeden Fall, Flower Tender ist wesentlich intensiver und auch ein bisschen dunkler als Flower Power. Flower Power ist halt einfach ein bisschen zärter. Ich will aber trotzdem irgendwie das Glitter noch mit einbauen. Genau, ich zeige euch mal, das ist das Billionaire Glitter. Und ja, Verpackung auf jeden Fall 11 von 10. Hat so einen Verschluss nochmal. Und das Süßeste ist ja, wenn man hier so reingeht, es ist halt so weich und es ploppt so, das ist wie Jelly irgendwie, habe ich das Gefühl. Und ja, dadurch haftet es halt auch von selber sehr gut. Man braucht halt keinen Glitterprimer drunter. Ich gebe das, glaube ich, nur hier oben außen mal, dass es nicht so weit am Auge dran ist. Und gebe das so ein bisschen nach außen. Hat das Augen-Make-up so ein bisschen was Feenhaftes. Ich habe, wie gesagt, dieses Glitter auch schon mal ausprobiert. Und nach einer Weile trocknet das, was so ein bisschen Jelly-mäßig ist, auch an. Und dann hält es halt wirklich richtig fest. Wenn man mit dem Finger draufkommt, bröselt es trotzdem ein bisschen ab. Aber ja, also es verschmiert nicht von selber einfach so. Man sieht halt, man sollte es jetzt, das letzte Mal habe ich den Fehler gemacht. Ich habe mir hier einen Lidschatten drunter gegeben und wollte das als Topper drauf machen. Macht das nicht aufs bewegliche Lid wirklich, vor allem nicht, wenn ihr drunter Lidschatten tragt. Weil man sieht halt hier auch schon, ich habe das hier ein bisschen auf den Lidschatten draufgegeben. Und genau da hat sich der Lidschatten halt auch verabschiedet. Also am besten alleine benutzen und wie gesagt nicht in der Nähe von den Augen. Also hier Augenöffnung. Weil ja, beim Abschminken können halt so gröbere Partikel auch ins Auge kommen und das ist echt nicht cool. Und es ist einfach so, ich liebe auch, ich habe von NYX diese Jelly Highlighter. Und wenn man da mit dem Finger reingeht, das ist wie dieser Pupsschleim früher. Kennt ihr das noch? Genau so ist das. Und ich liebe sowas. So, ich würde sagen, ich mache jetzt mein Make-up mal komplett. Und wir sehen uns dann bei den Lippen. So, ich habe mir jetzt noch diesen Opalescent Jelly Highlighter von NYX drauf gemacht. Und als Wimpern habe ich diesmal die Love On Lashes von Hylash genommen. Ja, wer mir auf Instagram folgt, folgt mir da, wer es noch nicht tut, weiß, dass ich die total liebe gerade. Und jetzt zum Schluss gehen wir noch mit einem Lip Tint rein und da würde ich sagen, wir nehmen Fruit Basket, weil das farblich einfach am besten passt. So, da haben wir hier einmal Apfel und Kirsche. Ich würde sagen, ich mache Kirsche einfach mal auf die Oberlippe und Apfel auf die Unterlippe. Kirsche heißt Cherry Cherry. Oh, so geil, es riecht einfach so geil, so nach Kirsche, aber so diese Kaubonbon-Kirsche, weißt du? Und Apfel heißt Juicy Apple. Oh, auch wieder wie Mauer im Kaubonbon-Apfel. Ohne Scheiß, riecht so gut. Sind halt wirklich einfach Tinted Lip Balms, geben auf jeden Fall einen schönen saftigen Glow auf die Lippen und es riecht einfach so unglaublich gut, das ist der absolute Wahnsinn. Wenn man ein bisschen glossy unterwegs sein will, ein bisschen einen Hauch von Farbe auf den Lippen haben möchte und einen unglaublich guten Duft in der Nase haben möchte, dann sind die auf jeden Fall super und die Farbabgabe ist auch schön intensiv und ja. Sieht auch echt richtig lecker, saftig aus. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft.
das war mein Review von der Colourpop X Animal Crossing Kollektion und von den Duayu Pinseln. Ich würde auch gerne mal wissen, wer überhaupt von euch meine Videos wirklich bis zum Ende anschaut. Also wer bis jetzt dabei war und bis jetzt zugeschaut hat, der schreibt bitte mal 5 Sterne Insel in die Kommentare. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Kommentiert in die Kommentare, ob ihr euch auch die Kollektion gegönnt habt und welche Palette ihr am liebsten ausprobieren würde. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Lasst mir auch ein Abo da und aktiviert das Glöckchen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Ist auf jeden Fall wichtig, wenn ihr mich supporten wollt, um auch dem Algorithmus ein bisschen zu zeigen, dass ich auch da bin und meine Videos ein bisschen mehr angezeigt werden könnten. Folgt mir auch auf Instagram, um alle Looks zu sehen, die ich damit geschminkt habe. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Bis dann. Ciao!